Tropico 6, wir sind weiterhin in unserer Sandbox-Mission hier unterwegs, im Zeitalter der Weltkriege. Ich gebe gleich wieder Tempo hier rein. Im Hintergrund El Presidente irgendwo zu sehen, obwohl das stimmt, glaube ich, gar nicht. El Presidente ist, glaube ich, eine El Presidenta, Ivy, oder? Was heißt denn El Presidente auf Ivy? Ich hab den Besten. Die alles darf. Ivys El Presidente, nach ihrem Ebenbild haben wir diese Spielergöttin hier geformt. Das ist El Presidente, sie hält ein Schwätzchen. Mit wem auch immer, mit einer einfachen Arbeiterin, zeigt Nähe zum Volk. Was ich gerne mal machen würde, ich würde sogar gerne, ich hatte mir überlegt, ob ich die hier rüber schicke zum Goldvorkommen. Also wir haben schon bemerkt, das Problem im Augenblick ist, wir erwirtschaften Handelsrouten abgeschlossen, 4-3, sehr gut, hier laufen Dinge im Hintergrund ab, alles bestens, alles gut, okay, Handelsrouten alle abgeschlossen, freie Handelsrouten 2, Handelsrouten angeboten, checken wir gleich. Es ist getan. Sie Auftrag wissen, abgeschlossen mit den Achsenmächten. Ein fragender Geist. Stimmt, jetzt brauchen wir die 10 Immigranten. Jetzt helfen uns die 10 Immigranten. Die hole ich mir jetzt. Statt die 2000 Gold. Die können wir jetzt gut gebrauchen. Und schauen jetzt mal. 9 Einwanderer hatten wir. Werfen einen Blick in den Überfallbildschirm. Und ja, alles noch gut. Wir haben hier eine Schlange. Das ist alles gut. Ich mache einfach nochmal das Rettengebildete rein. Das kann nicht schaden. Gehe hier wieder raus. Genau. Und irgendwas wird in der Politik gemerkt. Oh, die Beziehungen zu den Alliierten sind sehr gering geworden mittlerweile. Hässlich, hässlich. Mal schauen, ob wir die nicht verbessern könnten. Das ist die Botschaft der Alliierten. Im Augenblick können wir gar nichts verbessern. Doof. Mir mit den Achsenmächten können wir auch nicht viel reißen. Wir haben lange nicht mehr in die Politik reingeschaut und stellen fest, es geht zu mittlere Werte. Das war zu Spielstart deutlich geringer. Wir spielen ja relativ hohem Schwierigkeitsgrad. Das sieht gut aus, die ersten Wahlen. Wir werden uns ja 23 sein und ihr seht, die Unterstützungswert bei uns ist positiv. Mehr als 2/3 der Menschen, der Wahlberechtigten auf unserer Seite. Alles gut. Wir kriegen es hin. Es läuft. Wir haben nur ein kleines Plus. Ich werfe mal einen Blick in die Zahl der Arbeitslosen rein. Silvia, rettet Gebildete bedeutet im Prinzip, dass wir höher gebildete Einwohner finden. Also keine Ungebildeten, sondern mit Highschool noch höher etc. Die Bildung halt. Wir retten gebildete Leute. Das heißt, wir retten keine normalsterblichen, netten Menschen, sondern Klugscheißer wie Ivy und mich. Genau. Unappetitlich. Das hier, schaut mal hier, wie die hier rüberkommen. Das sind die 10, die wir gerade bekommen haben. Schauen Sie ab. Und gehen sofort rüber zu ihren Jobs. Peter Schneider und Co. Was denkt Peter Schneider? Unser Militär ist nicht stark genug. Für ihn, was er braucht. Ich bin nicht arbeitslos, ich bin gerüstet für sofortige Arbeitsaufnahme. Und der Beginn meines nächsten Abenteuers. Jeder einzelne Mensch hier einzeln simuliert. Wir könnten ihn auch, wenn er ein Revoluzzer wäre, entsprechend behandeln, einweisen lassen, festnehmen, wenn wir die entsprechenden Gebäude hätten. Wo so Befehle möglich sind, ist dann wichtig, wenn man so spielt auf Rebellion. Aber wir befriedigen ja alle Bedürfnisse der Menschen hier, weitestgehend, bis auf Häuser, alles gut. Es ist für mich absolut beeindruckend und ich finde das ganz toll von diesen Menschen, dass sie in so perfektem Gänsemarsch zur Highschool gehen. Ja. Respekt. So, wir verkaufen im Augenblick Leder an die Alliierten und wir müssen auch das Verhältnis zu denen dringend verbessern. Da gucke ich mal gezielt, ich sortiere mal nach Import-Export, dass wir, ob wir was Schönes an die Alliierten verticken können. Gold. Gold sind die Achsenmächte. Wir haben aber 2 offene Handelsrouten. Was können wir denn sonst machen? Den Achsenmächten Kakao, Stahl, Zucker. Brauchen wir alles nicht. Alles Quark. Ja, denn also Gold will ich haben. Gold plus 10%, das will ich haben. Das passiert, sorry. Aber jetzt müssen wir wir haben jetzt 2 offene Handelsrouten, 2 aktive Handelsrouten, nee, bei jeder Seite eine, noch eine bei den Alliierten bitte, eine Exporthandelsroute bei den Alliierten. Wir könnten Felle ihnen andrehen oder Fleisch. Da schadet uns nichts, nutzt uns auch nichts. Wenn dann Fleisch, weil aus Felle soll ja Leder gemacht werden, die Lederroute ist noch offen. Das heißt, wir nehmen Felle.
und unterschreiben das. Jetzt sind alle drei Handelsrouten besetzt und wieder raus. Okay. Ich habe gesehen, dass diese Dinger erhältlich waren und musste sie sofort... So, diverse Quests sind noch offen. Wir sollten Kaffee herstellen. Aber wie sieht's mit der Arbeitslosigkeit aus? Genau 2 Dollar haben wir auf der hohen Kante. So eine Anzeige sieht man selten. Nimm du einen, ich nehme den anderen und wir verpissen uns dann und brennen damit durch, Ivy. Ja, sofort. Ja. Du kaufst mit dem einen Dollar die eine Insel und ich die andere. Genau. Wir sind reich, jeder hat einen Dollar. Juhu. Yay. Keine Rebellenbedrohung. Die Leute sind halbwegs zufrieden. Das ist schon mal sehr positiv. Zufriedenheit wird immer besser hier. Die Schere geht immer weiter auf. Wir können echt stolz drauf sein. Arbeitslosigkeit. Wir brauchen 6 freie Arbeitsplätze. Sobald wir wieder Geld hätten, würde ich das jetzt echt investieren für schöne, schmucke Gebäude oder für ein besseres... Wo sind denn... Oh, Achtung. Auftrag abgeschlossen. Forderung der Alliierten. Eines muss man dem Krieg lassen. Er hält uns mit aufregenden also jetzt auf nehme ich Graben. Jetzt nehme ich die 5000 Dollar, weil die Blaupausen mit zu viel Lotterie, die 1000 Überfallpunkte generieren wir auch so. Damit könnten wir früher, das ist etwa halb so viele, wie wir für das Erfüllen einer dieser Überfallmissionen brauchen. Und pro Überfallmission bekommen wir, glaube ich, 5 oder 6 Gebildete. Aber die 5000 sind mehr wert. Ich nehme die 5000. Jetzt haben wir wieder 5000 auf der hohen Kante. Check der Arbeitslosigkeit. Also ich denke, wo sind denn die freien Arbeitsplätze? In der Feuerwache. Ach, das finde ich gar nicht so schlimm. Wisst ihr was? Das können wir sogar gezielt machen. Dass wir in die Feuerwehren reingehen und da sogar sagen, wir brauchen eigentlich nur jeweils 3 Bürger. Das reicht mir völlig aus. Denn wir haben ja 2 Feuerwachen. Dann sind wir echt gut aufgestellt. Das ist die erste Feuerwache. Die zweite war... Lass mich nicht lügen. Irgendwo hier unten. Da schmeißen wir auch einen raus. Hoppla. Beschäftigt. Ach Mensch. Jetzt aber... Und jetzt 9 Arbeitslose. Und jetzt und unter anderem 2 mit Universitätsabschluss. Und 18.000, 16.000 hat der Frachter gebracht. Wahnsinn. Das heißt, jetzt können wir wirklich wieder, jetzt können wir in den Bootsbau investieren. Ich weiß, ich habe gerade erzählt mit Wohnungen und so, aber jetzt haben wir wieder Arbeitslose und dieses ganze Theater hier mit der Holzwirtschaft. 2 Holzfällerlager und mit dem Sägewerk. Das haben wir nur gemacht. Damit wir, erinnert euch, in das teuerste Gut überhaupt investieren können, das wir exportieren können. Und zwar in die Boote. Das ist das teuerste überhaupt. Das heißt, ich will jetzt eine Schiffswerft haben. Haben. Unbedingt. Wir gehen rein in die Industrie, gehen rein in die Schiffswerft. Die kostet uns Blaupause plus Fabrik kostet uns um die 14.000. Bestätigen das. Gleich ist das Geld komplett futsch. Gehen hoch. Und ich glaube, wird die an Land gebaut oder ans Wasser wird die, glaube ich, gebaut. Mal schauen. Ja, ans Wasser. Dann stellen wir die hier hin. Passt die hier hin? Nein. Dann müssen wir die hier hinsetzen. Oder, Moment mal, haben wir noch eine andere Küste woanders? Ja, das war zu umständlich. Lieber hier oben. Wir ziehen eine Straße rüber. Da steht sie. Sehr gut. Alles bestens. 66% politische Zustimmung ist ein bisschen gesunken, aber nicht viel. Wir müssen immer noch die Kaffeekette machen, aber erstmal setze ich da oben drauf, dass wir die Schiffswerft fertig kriegen. Jetzt habe ich mir gar nicht gemerkt, was wir dort für Arbeiter brauchen. Weißt du das noch? Entschuldige, gerade war mein Mann da. Jetzt bin ich wieder ganz bei dir. Der hat mir nämlich gerade etwas zu essen gebracht. Ich könnte auch was vertragen. Shepherd's Pie?
Bietest du mir was an oder liefert er mir das hier hin? Ich schicke meinen Mann los, er sollte dann zu Fuß. Das ist eine gute Idee. Wiederhol einfach nochmal deine Frage. Ich versuche bis in einer Woche durchzuhalten. Ich beantworte mir die Frage selber. Wir brauchen hier 5 Highschool-Absolventen für die Schiffswerft. Das sollten wir aber eigentlich gebacken bekommen. 7 Highschool-Absolventen. Alles gar kein Problem. Wir hatten ja hier, das ist deshalb, weil wir die Einwanderungsbehörde läuft weiter. Das ist die Highschool, die zahlt sich jetzt aus. Dadurch haben wir die ganzen Highschool-Absolventen. Das ist echt sehr, sehr hilfreich. Klasse. Präsidente, Achtung, wir sollen noch ein Transportbüro bauen, sagen die Kommunisten. Mach ich. Brauchen wir sowieso früher oder später. Und den Plusruf bei den Kommunisten, der wird uns bei den Wahlen sehr helfen. Schädigt auch keine andere Fraktion, hat nur Vorteile. Finde ich klasse. Oder die 5000, aber auf jeden Fall super. Genau das war die Quest. Nur, dass ich die halt als Doppelforderung hatte mit den Militaristen dazu. Und die wollten genau das Gleiche. Infrastruktur ist Dienstleistung. Infrastruktur ist... Ach, ganz am Anfang. Das Transportbüro. Das erste war hier oben. Dann haben wir das zweite hier in der Nähe der Industrie. Das könnten wir hier direkt in die Mitte reinsetzen. Oder hier hin. Das ginge auch. Da könnten die Leute vom Wohngebiet hier rüberrennen. Von dort hier weiter arbeiten gehen. Und außerdem würden wir diese hässlichen Baracken hier noch abreißen. Minus 1000. Wie sieht es aus im Überfallsbildschirm? Alles gut. Alles bestens. Wenn hier mal eine Lücke ist, hatte ich schon mal gesagt, ist nicht schlimm, dann die Überfallpunkte verfallen nicht. Dann setzt man die halt hinterher. Schiffswerft braucht ein bisschen. Ist leider ein Stück entfernt von hier, aber so, wenn wir die haben, dann kriegen wir gleich richtig Kohle rein. Ich war lange nicht mehr ganz dicht dran am Geschehen. Ich hole mal unsere L-Präsidentin. Es ist toll, ich zu sein. Wo ist die hier denn? Hier, anwesend. L-Präsidentin? Schwimmt die hier im Wasser? Wo ist die denn? Nee, da oben, die ist auf dem Kai. Ich dachte, die wäre ins Wasser gefallen. Ist die in ein Fass geklettert? Wo ist die denn? Ich genieße den Ausblick. Die wird angezeigt, als wäre sie hier im Wasser. Die wird ich habe auf Tarnung geskillt. Bist du... Du kannst doch schwimmen, oder? Ja, ich kann schwimmen, aber ich habe auf Tarnung geskillt. Tarnung? Ich bin eins der Fässer. Nein, du hast dich als Fass verkleidet. Ja. Das ist ein Satz, den man normalerweise Frauen nicht so sagen sollte. Das gefällt nicht allen. Du siehst heute aus wie ein Fass. Aber du würdest es als Kompliment betrachten, wenn man dir das sagt. Ja, das heißt, dass ich meine Tarnung perfektioniert habe. Okay, das werde ich gleich... beim nächsten Mal, wenn ich sie sehe, bei meiner Liebsten versuchen, dann sage ich auch mal, du siehst heute wie ein Fass aus. Und berichtet beim nächsten Stream, ob ich damit erfolgreich war und ob das die Zufriedenheit erhöht hat. Frage. Oder ob es zu einer Rebellion geführt hat. Wer möchte denn den Kanal von Whiting Bull erben? Ja, ich gebe mal der L-Präsident. Oh, die ist hier super. Die ist sogar direkt. Wir könnten die direkt rüber schicken. Hätten wir genug Planken, könnte hier sofort eingesetzt werden. Erhöht die Effizienz und die Arbeitsqualität. Kostet 7,5. Erstmal müssen ja. Oh, schon kommen die ersten Arbeiter rein. Wir erhöhen nachher vielleicht das Budget. Erstmal sollen die Leute hinkommen. Das bringt uns Schotter. 5 weitere Einwanderer. Vorher waren es 15, 11.000 verkauft. Alles läuft. In 3 Jahren sind die ersten Wahlen. Blick in den Almanach. Arbeitslosigkeit. 3 freie Arbeitsplätze. 7. Obdachlosigkeit steigt und steigt. Es sind vor allem die gut Situierten, die kein Dach über dem Kopf haben. Und jetzt beginnen wir mal. Wir könnten dieses Edikt raushauen, Ivy, mit dem man Wohngebäude auflevelt. Wir schauen mal in die Zufriedenheit rein, bevor wir uns wirklich dazu entscheiden, eine Wohnungsqualitätsoffensive zu machen. Wohnqualität bei 37, ja. Das Problem ist immer noch der Spaß. Ich gehe erst in den Spaß rein. Wir machen noch ein besseres Spaßgebäude. Mehr saufen. Ich krieg's ja mit, ich spiele deutlich schneller, als ich sonst spiele. Andere Leute würden sagen, der spielt normal. Ich hoffe, ihr kommt alle mit und es gefällt euch so. Wenn nicht, sagt bitte Bescheid.
Also ihr seht, ich kann auch anders, wenn ich will. Taverne haben wir schon. Ich würde eins machen, was wirklich Restaurant, gut situiert oder wohlhabend, erhöht die Nahrungszufriedenheit. Allerdings nur für gut situiert oder wohlhabend. Krumspier mindestens arm. Da bräuchten wir allerdings auch Strom für. Botanischer Garten. Geht für alle, verringert auch Umweltverschmutzung, ist relativ preiswert. Zirkus, lieben die Leute, ist auch ganz hübsch anzusehen. Also Zirkus ist immer klasse, finde ich. Das macht einfach totale Laune, einen Zirkus zu haben. Exe2060 schreibt gerade im YouTube-Chat: Ich frage mich, welches Kompliment mehr zieht? Aussehen wie ein Fass oder die Haut wie eine Erbse? Ja, beides wahrscheinlich. Sehr positiv. Die Mischung macht's. Ich platziere mal den Zirkus in der Nähe des... Ja, irgendwo in der Nähe hier. Muss nicht in der Nähe des Hafens sein. Da, wenn ihr keine Güter abtransportiert, kann man, sollte in der Nähe der Wohngebiete stehen. Könnte hier unten zum Beispiel stehen. Da können die Menschen rüberrennen, irgendwo zentral. Manche laufen auch vielleicht vom Arbeitsplatz aus hin. Sehr viele Menschen sind dort in der Regel untergebracht. Ich gucke mal, ob ich den hier unter reingequetscht bekomme. Ah, das nimmt aber sehr viel Platz hier weg. Dann müssten wir die Straße verlegen. Oder wir legen die Straße 1 runter. Das geht natürlich auch. Ich setze den mal hier hin. Lass den da erstmal stehen und wir entscheiden das nachher. Bau läuft! -3,3. Im Hafen lagert schon wieder Gold. Wir gucken mal, ob wir bei den Botschaften wieder irgendwas loben und delegieren können. Achtung! Transportbüro gebaut. Plus 5 Ruf bei den Kommunisten. Das Geld brauche ich nicht zwingend. Ich mache das mit dem Ruf mal. Und jetzt checken wir mal, wie viel wir insgesamt... wie es insgesamt aussieht. Die Kommunisten lieben uns heiß und innig. 76, Militaristen 68, Religiöse 62, Kapitalisten 61. Nächste Wahl Januar 23. Wir werden locker wiedergewählt. Da kann überhaupt nichts anbrennen. Zufriedenheit insgesamt. Ah, geht so. Der Spaß wird gleich steigen. Am niedrigsten im Augenblick wohnen, da sollten wir ansetzen. Geld sollte jetzt hier oben ja generiert werden. Hier fehlen die Planken. Die sollten allerdings bald kommen. Im Chat wurde gefragt, ob wir ein zweites Sägewerk errichten wollen. Ich weiß nicht. Also ich bin mir sicher, zwei Holzfällerlager auf ein Sägewerk ist vernünftig. Ob wir zwei Sägewerke brauchen für eine Schiffswerft, da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht reicht auch eines. Vielleicht würde es einfach reichen, wenn wir hier die Effizienz erhöhen. Ja, ich bin mal bei Budget 1 hochgegangen. Ich kann noch 2 im Budget hochgehen. Dann wird es gleich sehr teuer, aber ich mache das mal. Wir gehen im Budget mal noch höher. Sagen, das Vaterland Forderung der Achsenmächte. Solange unbesiegte Nationen existieren. Verlängern wir müssen Sie den Überfall Beute abschließen. Indem Sie meinen Forderungen gerecht werden. Und bekämen 1000 Überfallpunkte oder 5000 Ruf. Ja, wir machen das. Weil wir bekommen zwar keinen, nicht unbedingt mehr Ruf, einen besseren Ruf, aber das sollten wir machen, weil ich habe keine Lust, 5 Ruf zu verlieren. Bei Achsenmächten stehen wir zwar ganz gut. Schade ist es, weil wir dann einen anderen Überfall durchführen, als die wir gerne haben. Wir machen ja eigentlich auf Gebildete uns holen. Wir haben aber mit Gebildete rauben oder retten. Aber wir haben ja mittlerweile auch die Highschool, wir haben auch dadurch viele Gebildete. Wir bekommen dadurch Highschool-Absolventen, keine Uni-Absolventen, aber das ist auch schon mal ganz okay. Wir können den Überfallbeute zwischendurch reinschieben und uns dann eine der Belohnungen holen. Das kann man machen. Das heißt, ich gehe rüber mit euch in den Überfallbildschirm. Hier, nehme das hier aus der... Das ist, glaube ich, die Warteschlange hier. Ich mache das mal weg und hoffe, dass das noch geblieben ist. Ja, gehe jetzt bei der Beute irgendwo rein. Und dann als nächstes einmal Beute. Okay? Ja. Wir sind immer so plus minus null. Achtung, der Zirkus ist fertig. Noch arbeitet da keiner. Da hast du völlig recht. Clowns und Popcorn oder Bestien und Blut.
Zauberer und Magie. Alternativ könnte man auch erforschen, aber nur wenn man über das Anno-Item Ivy verfügt. LARP, Live Action Roleplay. Aber wird mir im Augenblick nicht angeboten. Geht nicht. Mir fehlt das Item Ivy. Wenn ich das so cheat cool freigeschaltet bekäme, dann wäre das möglich. Verbesserung ist jetzt noch nicht möglich, sind wir in der falschen Epoche. Hier kommen gleich die Arbeiter dazu. Ich gehe mal beim Budget eins hoch. Das ist nicht wirklich teuer und es verbessert ganz, ganz doll die Qualität, die Servicequalität. Schaut mal, die ist jetzt bei 56, wenn ich eins runtergehe, bei 50. Also der Unterschied ist massiv hier. Und das Budget steigt an, je mehr Arbeiter man hier hat. Jetzt haben wir Vollbesetzung, kostet gerade mal 75 monatlich und 56er, das ist heftig. Das ist sehr, sehr cool. Also da können wir mit leben. Ich schaue mal in der Taverne nach. Die ist immer ganz gut ausgelastet. Die Frage ist, brauchen wir alle Arbeiter hier? Nicht unbedingt. Ich werfe mal einen raus. Oh, ich habe den Fraktionsführer rausgeschmissen. Jetzt fehlen bei unten ein paar Arbeiter, aber wir haben noch nicht so viel Bevölkerung, dass der Zirkus immer komplett ausgefüllt sein müsste. Und wir haben ja auch keine Touristen, die da auch ganz gerne hingehen. Insofern mit einem Arbeitnehmer weniger. Das ist auch okay. Da machen wir nichts falsch mit. 2.100 im Plus, 10.000 insgesamt. Alles okay, alles im grünen Bereich. Gibt's im Zirkus auch Hippos, fragt Michael. Ich weiß nicht. Also interessierte Nilpferde, Pferde habe ich bislang noch in keinem Zirkus gesehen. Jetzt überlegen wir uns mal, ob wir die Präsidentin, die Elbpräsidentin Ivy, hier hinschicken zur Schiffswerft. Ja, Planken sind genug da. Jetzt können wir auch mit dem Budget hochgehen. Dadurch ist die Effizienz erhöht. Und wir könnten auch hier auf den Schwerlastkran gehen. Der ist aber sehr teuer. Lohnt sich sehr. Stattdessen... Na, ich mache mal nur die vierte Stufe. Was wir uns auch langsam überlegen könnten, wäre ein Ministerium zu bauen, um Minister einzustellen und Vorteile abzuernten. Aber ich will mal ein bisschen in Plus kommen, weil wir sind permanent Plus minus Null. Und ich fühle mich gerade nicht mehr so doll unter Druck. Was wir machen könnten allerdings, Überfall abgeschlossen, retten. Das heißt, wir sollten jetzt schon wieder viele Leute haben. Vier Arbeitslose. Oder die kommen jetzt mit dem nächsten Schiffchen gleich an. Ich weiß nicht, ob die auch sofort auf der Insel entstehen. Kann sein, dass die dann, wenn man die gerettet hat, mit dem nächsten Frachter es kommen. Wahlen stehen bevor. Wir werden auf jeden Fall gewinnen, aber deshalb will ich nicht manipulieren. Deshalb gehe ich nicht hier drauf. Und ich werde eine großartige Rede halten. Mit Ivy zusammen als meiner Rhetorikberaterin. Natürlich. Ich gebe gleich mit, Satzzeichen sind keine Rudeltiere. Da hast du recht. Wir werden ein Problem anerkennen. Das macht, glaube ich, aber... Was ist der Unterschied zwischen Problem anerkennen und Verbesserung versprechen? Das habe ich nie richtig kapiert. Ich denke, also ich habe es so verstanden. Ich kann es jetzt nur sagen, wie ich es verstanden habe. Wenn ich ein Problem anerkenne, sage ich ja, ich weiß, ihr habt keine Wohnung. Punkt. Wenn ich ein Versprechen gebe, verspreche ich, ich baue euch neue Wohnungen und dann stehen sie drauf, dass man das auch macht. Das heißt, wir sagen einfach nur, es ist ein Fehler, aber wir müssen es nie verbessern. Also ich dachte wirklich, das ist so, wir erkennen das Problem an, so nach dem Motto, ja, das ist so, wir haben eure Sorgen gehört und ich glaube, dann bestehen sie nicht drauf. Wenn man aber die Verbesserung verspricht, dann kommt der Penultimo irgendwann und sagt, hier, ihr habt es versprochen. Das müsst ihr leider auch machen, weil die Leute das so mit Versprechen irgendwie ernst nehmen. Das heißt, Problem anerkennen bringt uns nur einen Bonus, aber niemals einen Malus. Dann machen wir das mal. Ich hoffe mal, ich würde ganz gerne Spaßzufriedenheit anerkennen, nur als Problem. Bis zu den Wahlen 23 ist das Problem vielleicht schon behoben. Ich hoffe, die fühlen sich da nicht verarscht, die Wähler. Trotzdem, ich sag mal Spaßzufriedenheit hier. Weil das, die wird ja über den Zirkus auch über Zeit steigen. Da klicke ich mal drauf, die erkennen wir an. Eine Fraktion loben können wir auch machen. Ich hoffe, die anderen reagieren nicht allergisch. Dann loben wir entweder die Kapitalisten oder die Militaristen. Wir loben mal die Kapitalisten. Nee, wir loben die Militaristen, weil wir werden immer zu wenig Soldaten haben, weil ich zu geizig bin, die einzustellen. Die Kapitalisten dagegen werden auf Zeit auch freundlich darauf reagieren, wenn wir zum Beispiel viele Fabrikgebäude bauen
Die bauen da ja, weil ich da auf fortgeschrittene Wirtschaftsgebäude stehe. Deshalb loben wir lieber die Militaristen. Supermarkt beschuldigen? Nee, dann wir wollen nicht das auf Kosten der Supermächte und deren Zufriedenheit lösen. Und wir versprechen eine Verbesserung bei der Wohnungszufriedenheit und beim Spaß. Spaß bei 29, das ist gar kein Problem. Also das zu verbessern ist gar kein Problem. Also du möchtest den Spaß anerkennen und versprechen? Ja. Okay, ich wollte einfach nur nochmal sicherheitshalber... Ja. Wir halten die Rede. Ach, die sind so schön. Achtung, Zuhörer. Moment. Ich bin es, euer Präsident. Ihr habt euren Glauben an mich bewiesen. Und dieser Glaube soll belohnt werden. Jeder Einwohner von Tropico wird bekommen, was er verdient. Ist mein Volk gelangweilt? Lasst euch vom Präsident unterhalten. Nichts macht mehr Freude. Lasst Präsident eure Freude sein. Ihr könnt das Leben nicht genießen. Lasst Präsidente es für euch genießen. Und während wir aufblühen, stehen unsere Bemühungen unter dem Schutz der tapferen Armee Tropicos. Unsere kämpfenden Männer und Frauen kennen keine Gnade. Und unsere Soldaten auch nicht. Ich habe gehört, dass der Spaß in Tropico zu kurz kommt. Nun, bald schon wird Tropico doppelt so unterhaltsam sein und gleichzeitig halb so langweilig. Das bedeutet das vierfache an Spaß für alle. Wählt also, el Presidente, für die Zukunft, die ihr verdient, ihr alle. Viva Tropico! Viva Tropico! Viva Ivy! Das Volk ist skandierend. Chat ist auch begeistert. Mehrfach wurde gepostet, nicht, die klingt ja wie Ivy. Aber oh, Moment, eine Forderung der Kapitalisten kommt rein. Zu verdienen. Ah, Mist. Luxusvilla bauen, da habe ich eigentlich gar keine unbedingt. Ah, die ist wahrscheinlich unfassbar teuer. Ich gehe mal gucken, wie teuer das ist, die freizuschalten. Das geht. Das kann man machen. Eine können wir bauen, da habe ich keine Probleme mit. Die ist. Wo war die Quest? Ja, Luxusvilla bauen, akzeptieren wir. Wenn die Kapitalisten nicht mögen, machen wir vielleicht erst nach der Wahl. Und können wir auch sofort machen. Wir bauen eine Luxusvilla. Hoppla. Boah, ist die groß. Meine Güte. Ich wette, da wird Ivy Hoek selbst einziehen wollen, als El Presidenta. Aber du wohnst im Palast, ne? Ich wollte gerade sagen, mein Palast. Vielleicht als Zweitsitz. Ja. Oder für die Bediensteten. Eine Luxusvilla für die Bediensteten? Du redest über mich, ne? Nimmst du mich als deinen Bediensteten wahr? Nein, du bist nicht mein Bediensteter, du bist mein enger Vertrauter. Ich finde das ein bisschen kackfrech, ne? Du kriegst ich habe das Gefühl, ich habe dich ein bisschen zu oft als Co-Moderatorin hier eingeladen. Du hast mich, als deinen Bediensteten bezeichnet. Nein, ich habe gesagt, mein Vertrauter. Ich will den Chat nicht gegen dich aufwiegeln, aber lieber Chat, was wäre eine angemessene Bestrafung für Ivy? Kriege ich jetzt an, bin aber keine Anno-Sperre oder so. Das wäre gemein. Nein, das wäre echt gemein. Warum kann ich denn, was ich gerade nicht verstehe, warum kann ich die Luxusvilla so bauen? Auf diese Felder, aber nicht hier. Das muss wahrscheinlich mit dem Straßenzugang zusammenhängen. Aber hier ist der Ausgang. Hier ist ein Ausgang. Damit hängt zusammen. Aber hier würden wir ganz viel Platz wegnehmen. Sprechverbot? Matze Ardea möchte mir Sprechverbot erteilen. Matze ist manchmal brutal. Matze, nimm das zurück oder ich erteile dich. Du bist ein netter Kerl, aber entweder du nimmst das zurück oder ich erteile dir. Ach nee, also du warst ja eben frech zu mir. Matze, du hast völlig recht. Sprechverbot für Ivy. Danke für den Vorschlag. Okay. Sehr gute Idee. Machen wir. Wenn ich Matze nicht hätte. Ich bin ja so dankbar für Matze. Hier ziehen wir die Straße mal durch. Ivy, ich habe eine gute Nachricht für dich. Das Sprechverbot ist gerade abgelaufen. Oh Gott, was ist denn hier los? Oh nein, bitte nicht. Was ist denn das jetzt hier? Oh nee, Gott. Schon wieder die Straße. Straßenprobleme. Mal gucken, ob man das hier durchziehen kann. Nein. So kann man das machen. Reiß ein Stück von der Straße komplett ab. Ziehe eine von da hinten gerade rüber. Also ich sehe es jetzt, dass du sie gerade hast. Im Prinzip sind die Enden zu nah aneinander. Du musst halt das Stück abreißen und dann neu setzen.
ich muss das Ganze hier abreißen jetzt. Kann man das irgendwie unterteilen? Nein. Ach, nee, das macht er von alleine. Im Prinzip, genau, im Prinzip diese zwei Parallelstraßen abreißen, dann die obere ziehen so, und dann die zwei Parallelstraßen. So ein schönes Spiel und immer noch nicht funktioniert der Straßenbau wirklich gut. Das ist mir ein Rätsel. Weil das war von Anfang an ein Problem. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin fassungslos. Das müssen Sie wirklich dringend ändern. Ja. Oh, hoppla, da habe ich mich gerade verklickt. Das geht auch nicht. Mann, nee, Manta, das ist kein Bug. Das ist von Anfang an so mit den Straßen. Ja, die behaupten, es sei ein Feature. Ich halte es für einen Bug, muss ich ehrlich sagen. Also auf jeden Fall super fummelig. Es gibt Zuschauer, die erklären mir immer wieder in den Kommentaren, wie das genau zu funktionieren hat und sind der Meinung, wenn ein Feature unnötig kompliziert läuft, aber wenn man sich in alle geheimnisvollen Regeln reingefuchst hat, dann sei alles okay. Ich persönlich bin der Meinung, man sollte sowas simpel halten. Finde ich auch. Vor allem ist es aber auch als Entwickler eine gute Idee, einfach zu sagen, das ist ein Feature. Das ja. wollten wir. Genau so. Wirklich. Schönes Spiel, aber das finde ich echt super optimal. Oh, sehr viele Obdachlosen jetzt. Gerade Straßenbauen ist so eine Sache, dass es eigentlich sollte das nicht so lange aufhalten. Und ich finde, wenn man nur eine Straße bauen will, das hält einen 10 Minuten auf, dann kann es einfach nicht richtig sein. Gelobt und gepriesen seien Heilige Bulle und die Alliierten. Wir schicken eine Delegation hin. Ah, finanzielle Unterstützung geht noch nicht. Und noch hier. Dir geht gar nichts. Seien wir ehrlich. Achtung. Es ist besser, zu den Alliierten zu gehören. Importhandelsroute mit Alliierte erfüllen, klar, kann man machen. Sie werden ein Alliierter sein und kein, was ist ein Axt? 10 Immigranten oder irgendwas. Hauptsache, der Ruf sinkt nicht. Nehmen wir an. Importhandelsroute mit Alliierten. Geschäfte zu machen, Kapitalisten? Mit nur etwas Magie kann ich Ihnen das jetzt bin ich hin und her gerissen. Wir sind kurz vor den Wahlen. Plus 5 Ruf bei Kapitalisten wäre nicht schlecht, aber die 5000 Gold... Wichtiger. Also, wo wir fast 10.000 in den Miesen sind, wir gewinnen die Wahlen sowieso. Nehmen. Weißt du, ob wir die Wahl jetzt mit 60% gewinnen, mit 70% oder mit 75% der Wählerstimmen, oder? Gewonnen ist gewonnen. Ja. Klingt das großkotzig oder pragmatisch? Pragmatisch. Ja. Danke, dass du auf diese Suggestivfrage die richtige Antwort gibst. Eine der Eigenschaften von dir, die ich sehr schätze übrigens. Vielen Dank. Wir gehen auf die 5.000. Wie schön, wir sind in fast allen Entscheidungen bei diesem Tropico-Let's Play einer Meinung. Das finde ich großartig. Ich auch. Das gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich so, ganz ernsthaft. Finde ich cool. Wahltag in 20 Monaten, 87% vorne, alles gut. Jetzt gehen wir in die Handelsrouten. Na, wir haben im Augenblick keine offen. Wir müssen uns das merken, dass wir gleich noch eine machen müssen. Wir haben immer das mit dem Kaffee noch nicht gemacht. Aber... Moment, wir werfen hier mal einen Blick in die Boote. Ja, also mit 4er-Stufe ist, glaube ich, genau richtig. Mit der 4er-Budget-Stufe. Geh nochmal raus. Ein bisschen wird hier gelagert. Schauen uns die Überfallbildschirme an. Mittlerweile müsste, genau, die Piratenbucht-Mission läuft. Danach können wir die Gebildeten wieder einstellen. In die Warteschlange. Wir könnten auch einen Weltwunder bauen, kaufen, aber das dauert sehr lange. Das dauert sehr, sehr lange. Also das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Außerdem können die zwischendurch auch sehr teuer werden. Ja. Wir kriegen Entwicklungshilfe von den Achsenmächten. Gepriesen seien die Achselmächte. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe denen eine gute Flasche von meinem Wein zukommen lassen. Das ist sehr lieb. Ich gehe jetzt gleich mal zwischendurch doch mal gucken, auf welcher dieser Insel hier Ivys verstecktes Weingut liegen könnte. Ist das das hier? Ich weiß nicht. Oder hier? Irgendwo vergiss im Dschungel? Vergiss nicht, dass ich Tarnung geskillt habe. Ja. Das heißt, wenn wir irgendwo hier auf einer Insel ein Fass entdecken, dann ist das ein Weinfass und du bist drin? Genau. Also ich finde dich nicht. Du bist zu gut geskillt und selbst deine Fässer sind unsichtbar. Respekt. Ja. Ich übe gerade auch eine neue Verkleidung, die aussieht wie eine Traube. Schaut euch das mal an, Tropikoland. Also wenn ich das freischalten könnte als Forschung, würde ich da Ivyland reinschreiben.
um zu Ehren unserer Präsidenta. So, jetzt wollen wir mal weiter schauen. Der Frachter hat wieder Geld und Gold reingebracht. Ein Einwanderer, alles gut und schön. Das ist auch egal. Wie sieht es aus? Oh, wir können wieder die Achsenmächte loben. Wir können eine Delegation rüberschicken. Wir können auch langsam ein Bündnis erfragen. Lass uns mal schauen. Bei den Bündnissen. Wir müssen die in der Botschaft präsent haben, herzliche Beziehungen und dann die Bündnisforderung fragen oder erhalten und dann stellen die uns Quests. Ich glaube, wir machen das. Weil, das wäre doch ein schöner Abschluss unseres Mini-Let's Plays, das wir machen. Vielleicht kriegen wir es ja hin, während dieses Livestreams ein Bündnis zu erreichen. Weltrunde dauert zu lange, mit ganz viel Glück und wenn wir weiterhin so konsequent spielen, könnte das klappen. Was meinst du? Wäre das realistisch, ja, oder kriegen wir ich hin, denke, oder? Das ist realistisch, ja. Wir fragen mal ein Bündnis an. Präsidente, Sie sehen gelangweilt aus. Haben Sie keinen Handlanger, den Sie mit unförmigen Objekten bewerfen können? Halt still, Wolfgang! Bleib stehen! Oh, dann müssen wir das Gebäude-Kommando-Garnison erstmal besitzen. Für euch mal, weil manche fragen das, warum die Achsenmächte hier schon im Jahr 1921 existieren, das ist eine ganz einfache Begründung. Die Tropico-Entwickler haben einfach beide Weltkriege quasi in ein Zeitgebiet reingesteckt und haben gesagt, alles, was hier passiert sind, deswegen heißt es Weltkriege. Und haben gesagt, okay, wir stecken halt beide in eins, da kommen halt die Achsenmächte mit rein, wenn es halt nicht hundertprozentig von Jahreszahlen her passt. Künstlerische Freiheit. Das nächste, was wir brauchen, das war die Kommandogarnison. Das ist der nächste Überfall. Dafür brauchen wir mehr Geld, als wir haben. Und dann können wir, ich habe das erstmal weggeklickt, Richtung Bündnis uns bewegen, weil es macht keinen Sinn, das jetzt anzunehmen, bevor wir nicht wenigstens eine Kommandogarnison gebaut haben. Denn in dieser Kommandogarnison, da müssen wir halt viermal den Auftrag sabotieren, also die andere Supermacht sabotieren, einstellen und zum Abschluss bringen. Und dann haben wir das geschafft. Also das jetzt anzunehmen, macht im Augenblick noch keinen Sinn. Die machen wir mal von beiden bislang ein bisschen rumtaktieren hier. Wie sieht es eigentlich gerade mit der Nahrungszufriedenheit aus? Also ich gebe zu, da bin ich bei Tropico ganz, ganz schlimm. Da gucke ich immer drauf, ja. 41, also die ganze Zeit konstant. In den letzten 12 Monaten ist niemand verhungert. Zumindest niemand, der sich danach zu Wort gemeldet hätte. Also alles okay. Weil wir hatten noch keinen kleinen Laden, glaube ich, ne? Nee. Der Laden sorgt dafür, dass die Nahrungszufriedenheit steigt und dass die Leute nicht mehr zu weiter entfernten Plantagen rennen können, sondern genau, zu dem Laden, der in der Nähe ihrer Wohngebiete steht. Genau. Mhm. Allen, die der Erklärpart hier zu gering ist, ich habe einen Crashkurs zu Tropico 6. Da war damals, muss ich mich noch für bedanken, der Publisher Calypso war so lieb und hat mir dafür sogar ein bisschen Geld gegeben, damit ich den gemacht habe. Habe ich auch mir durchaus Arbeitszeit reingesteckt, Mühe und Sorgfalt. Den gibt es zum Beginn meiner Playlist zu Tropico 6, da steht er ganz oben. Ich finde den auch ganz gut gemacht. Ernsthaft. Also falls ihr euch da ein bisschen reinwurschteln wollt, schaut euch den gerne an. Ganz, ganz ernsthaft. Ja, wir können im Augenblick nicht viel machen. Wir haben nämlich zu wenig Geld. Ich frage mich überhaupt, ob wir nicht nochmal... Also die Zufriedenheit ist ja okay, ob wir nicht nochmal eine Schicht einlegen müssen... mit noch mehr Wirtschaft. Weil was uns ausbremst, ist das Geld. Die Wohngebäude rentieren sich zwar auch über Zeit, die liefern ja auch Einnahmen, Miete an Einnahmen, aber es dauert halt eine Weile. Wir haben auch noch wirklich einige Wellblechhütten in der Nähe. Mhm. Also sind bei 11, ich mach mal etwas, was ich sehr selten mache und bitte jetzt, Ivy wird jetzt gleich triumphieren. Vor Lachen. Ich gehe bei der Spielgeschwindigkeit eins hoch. Ja! Ja, ich spiele Tropico auch auf vierfach. Bin ich es noch? Ist das WB? Oder ist es jemand anders? Hey, also das letzte Mal die Spielgeschwindigkeit bei Anno 1800 erhöht, das habe ich da draußen sogar extra einen Twitch-Clip gemacht, der da heißt, ein historischer Moment. Echt? Wirklich? Ja. So, wir sind immer noch in den Miesen. Handelsroute abgeschlossen. Vielleicht können wir einfach überlegen, was noch herzustellen, was uns bei der Zufriedenheit was bringt und gleichzeitig mit exportiert werden kann,
wenn man es viel benutzt, so wie es bei den Leder, bei Leder und Fleisch ist, da wäre noch eine Möglichkeit, Käse zu machen. Sagen, weil das okay, sieht zu, da geht es um die Nahrungszufriedenheit. Genau. Also ich habe bei der Zufriedenheit, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also die Leute müssen ja nur zufrieden genug sein, damit die Einwanderung funktioniert. Das heißt, bei der Gesamtzufriedenheit ist die besser als bei der Karimik und die Schere klafft immer weiter auseinander. Wir spielen super erfolgreich und die Zufriedenheit muss hoch genug sein, damit wir die Wahlen gewinnen. Beides schaffen wir locker. Wie wirkt, ob die Leute ein Dach über dem Kopf haben, kann scheißegal sein, solange wir wiedergewählt werden, die Leute einwandern und die Wirtschaft boomt. Ja, natürlich. Ich versuche es halt immer so zu machen. Das ist meine, mein Gedankengang immer, dass ich, wenn ich merke, ich muss noch irgendwas exportieren, dass ich gleichzeitig dann was nehme, was auch irgendwo noch den zweiten Effekt hat. Ob ich ihn gerade brauche oder nicht, sei dahingestellt, aber für kurzfristig bringt das halt auf Dauer auch was. Da ticke ich anders. Also da gucke ich vor allem aufs Geld gucke ich und ist egal. Also da würde ich jetzt nicht so drauf gucken. Das fände ich jetzt nicht so effizient. Das ist nicht das Wichtigste, aber da müssen wir halt überlegen, was wir jetzt noch machen könnten, was das bringt. Also Zufriedenheit fände ich im Augenblick ist nicht das Problem. Selbst bei den Wohngebäuden, obwohl ich drauf geschielt habe, im Augenblick ist es nicht das Problem. Ich finde, das Hauptproblem ist alles, was vor allem Geldeinnahmen maximiert. Darauf schiele ich. Weil dann kommen wir schneller voran im Spielen, wenn wir jetzt ein schnelleres Investitionstempo haben. Oh Gott, wir haben schon 41 Minuten gespielt. Ich vor lauter Spaß am Spiel vergesse ich die Aufzeichnung zu pausieren. Das mache ich sofort. Wir streamen weiter. Video macht aber einen kleinen Break. Unfassbar. 40 Minuten.